Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr mich hier vorseht, wisst ihr genau, was gleich passieren wird. Und zwar facen wir die nächste Horde. Und die stelle ich mir jetzt tatsächlich etwas einfacher vor. Weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass die jetzt hier quasi schon in diesem Schacht sind, hat man eben, glaube ich, bessere Möglichkeiten, ja, die Zombies irgendwie zu killen. Ich werde jetzt hier mal eine Bombe anlegen. Die nehme ich vielleicht nochmal weg und werde sie hier unten anbringen. Und dann würde ich sagen, werfen wir mal ein paar Mollys da rein. Und rennen ganz schnell weg. Gucken jetzt einfach mal, ob wir da was aufgeweckt haben. So. Jetzt will ich mal gucken. So, die Annäherungsmine liegt. Ich bin gespannt, wenn die Gustavs jetzt gleich da reintreten. So, das war's schon, Freunde. Das war die Horde. Oder ja, die Horde. Easy. Alpha 5, 6, was auch immer da hinlegen. Annäherungsminen oder Annäherungsbomben oder wie die Dinger hießen. Und ja, schon sind sie hinüber. Hier sind natürlich, glaube ich, sehr viele gestorben. Aber hier gibt es nichts zu holen, ne? Also hier ist jetzt kein Schatz oder sowas drin, leider. Aber immerhin haben wir diese Horde auch besiegt. Und jetzt hatte ich hier vorne noch ein Camp gesehen. Das werden wir jetzt auch nochmal schnell plündern. Und mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht, ja, finden wir ja noch das eine oder andere. Gut, ja, aber da waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Das war jetzt, ich bin hier durchgefahren. Dann war das letztendlich hier oben. War aber auch ein Bär. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht haben die Camp-Bewohner ja diesen Bären schon erlegt. Man weiß es nicht. Hier liegt auf jeden Fall ein Toter. Weiß nicht, ob wie weit der Bär jetzt da Stimmung gemacht hat. Oder war das vielleicht doch nur eine Person hier? Weil das Camp scheint jetzt doch verlassen zu sein. Hier liegt noch eine Axt. Feuerwehraxt. Hm. Ich vermute, Freunde, dass, ja, der Bär hier schon ziemlich gewütet hat. Hier liegt ein Sägeblatt rum. Hier können wir vielleicht noch ein paar Goodies finden. Was ist das hier? Kerosin? Ist auch immer gut. Schießpulver. Sorry, Schießpulver. Gar kein Kerosin. Das ist kein Kerosin. Kerosin brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Weil wir sonst keine Mollys mehr haben. Also müssen wir jetzt erstmal schnell auf Kerosinsuche gehen. Wo habe ich geparkt? Da unten. Ah, jetzt stell ich nicht so an, Mann. Du hast eben, ich weiß nicht, wie viele Zombies gekillt. Und jetzt hast du ja Probleme, da runter zu springen. Also manchmal... From Hero to Zero. So. Back of the Street, Freunde. Munition habe ich jetzt eigentlich nahezu keine verbraucht. Müssen wir einfach mal gucken. Wo uns der Weg jetzt hinführt. Feuerwehr? Ja, die haben doch bestimmt kein Kerosin dabei. Oder wenn sie vielleicht zu wenig zu tun haben, legen sie selber die Brände. Man weiß es nicht. Was ist denn hier passiert? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter. Stand da einfach ein Wolf. Boah, der ist ganz schön schnell. Yeah.
So, jetzt steigen wir mal hier ab. Heilen uns schnell, weil sonst töten uns die Wölfe. Boah, das gibt's doch gar nicht. Stirb jetzt mal. Also auch. So. Hervorragend. Das hätten wir. Hä, kann ich die gar nicht. Warum kann ich die hier nicht häuten? Und da vorne steht so ein Fridolinus. Aber den lassen wir heute nochmal Fridolinus sein. Der stört mich jetzt nicht. Wir müssen halt gucken. Ach, ist jetzt hier wieder dieser Neo. Ne, das ist was anderes. Ha. Ach, guck mal, hier ist doch wieder ein Fragezeichen. Das finde ich doch klasse. Kann ich irgendetwas untersuchen wahrscheinlich? Das machen wir jetzt schnell. Ja, komm her. Aber hart nichts. Ich brauche noch 3 Schläge. Weißt du, ich habe schon nicht so viel Schrott. Und dann braucht er auch noch 3 Schläge, der Fridolinus. So, hier ist scheinbar irgendwas. Oh, scheiße, hier war ja was los. Die armen Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Ja, hoffentlich, aber wo? Ist die Frage. Wo? Na gut, hier ist, diese Asche. Hier war so ein Herd, also so eine, so ein Nest. Das heißt, guck mal, hier liegt auch noch so Zeug rum. Scheinbar war das. Ah, ich erinnere mich, da hatten wir von oben und von unten Mollys reingeworfen. Ich erinnere mich. So, jetzt will ich mal gucken. Ja gut, Kerosin fehlt uns. Brauchen ganz dringend Kerosin. Ich weiß nicht, ob ich das hier in diesem Lager finden werde, Kerosin. Ist auf jeden Fall schon mal eine Bierflasche. Nehmen wir auch mit. Ich weiß so genau, es hat auch mal an Flaschen gescheitert. Was ist das hier? Eine Dose. Ein kleines Rohr. Junge, ich brauche Kerosin, brauche ich. Ich brauche nicht hier irgendwie ein Rohr oder sowas. Guck mal hier, Kerosin, das brauche ich. Komm, noch eine Flasche, nehme ich auch mit. Gönnen wir uns jetzt erstmal nochmal hier so ein... Wir heilen uns natürlich. Stimme auf. Lappen können wir noch mitnehmen. So. Was ist das ein Scheißwetter hier in dem Cave? Gibt's ja gar nicht. Warte mal, jetzt können wir hier auf jeden Fall nochmal Baseballschläger reparieren. In der Hoffnung, dass hier jetzt nochmal Schrott zu finden ist. Jawohl, hervorragend. Gehen wir mal zurück zum Bike, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal, wo fahren wir denn als nächstes hin? Also, wir sehen ja hier die Legende und da sehen wir, dass wir die Nero-Kontrollpunkte auf jeden Fall alle haben. Das haben wir auch. Horden gibt es nur 6 Stück tatsächlich. Forschungsanlage von Nero gibt es auch noch 4. Gut, hier Nero-Informationen, die werden da wahrscheinlich enthalten sein auch. Camp-Jobs haben wir auch noch nicht alle. Das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Hm. Ich bin dafür, Freunde, wir jagen weiter die Horden. Vor allem hier in Cascade, glaube ich, sind wir jetzt aktuell, ne? So, Cascade. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Hordenschlacht-Video, wenn ich die nächste Horde lokalisiert habe, Freunde. In diesem Sinne, bleibt mir gesund, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!